Gänsebraten, Gastfreundschaft und Gemütlichkeit für diejenigen, die das sonst im Berliner Alltag kaum erfahren. Das gab es auch in diesem Jahr wieder bei Frank Zanders Weihnachtsfeier für Obdachlose und andere Bedürftige. Über 3000 Gäste erwartete der Musiker und Entertainer am Montag im Berlin-Neuköllner Hotel Estrel. Das Hotel stellt seine Räume zur Verfügung und zählt damit zu den Hauptsponsoren dieser Veranstaltung, wie Frank Zander unterstreicht. Die Gesichter zu sehen und die Geschichten zu hören, ich spüre das natürlich. Da muss ich jetzt wirklich erstmal ausatmen, aber ich bin ein Neuköllner Junge und ich schaffe das schon. Ich mache noch so 10 Jahre, hoffe ich. Aber weil die Menschen, die sind ganz nah, nicht? Und ich sehe immer so etwas fahrig Leute und dann, wenn wir sie begrüßen, wenn sie mir in die Augen schauen, dann spüre ich irgendwas von unheimlicher Dankbarkeit. Dutzende Helfer und Sponsoren arbeiteten seit Wochen daran, den Gästen bei der nunmehr 22. Auflage des Obdachlosenfestes einen unvergesslichen Tag mit Gänsebraten, nützlichen Geschenken und einer großartigen Musikshow bieten zu können. Und viele Gäste zeigten sich wieder sehr dankbar. Und man kommt unter Leute. Und wie gesagt, ich finde das toll, dass sich der Frank Zander seit 20 Jahren für Sozialschwache und Obdachlosen arrangiert. Das finde ich ganz toll, dass er uns das ermöglicht, einmal im Jahr. Ich bin das erste Mal hier und ich habe gedacht, ich will mir einfach nur mal angucken, weil ich den Typen so cool finde, dass er nicht vergisst, wo er kommt. Ich habe so viel Scheiße in meinem Leben erlebt, wenn ich jetzt 1 Million hätte, ich würde auch sowas machen für die armen Leute. Ich bin sowieso so einer, teilt sein Letztes, obwohl ich nichts habe. Und ich finde es so geil, Daumen hoch für den Frank, auf jeden Fall. Sollte er das Bundesverdienstkreuz noch nicht haben, dann wünsche ich ihm das, ja. Von ganzem Herzen. Ja. Unterstützt wurde Frank Zander erneut von etlichen Prominenten, unter ihnen erstmals der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, die Sängerinnen Marianne Rosenberg und Jeanette Biedermann oder auch wieder linken Politiker Gregor Gysi. Sie alle bewirteten die Obdachlosen. Ihre Einlassbändchen für die Veranstaltung konnten die Gäste vor dem Ereignis an 70 Stellen in Berlin erhalten, zum Beispiel an Essenausgaben und Beratungsstellen, wie zum Beispiel bei der Caritas oder bei der Stadtmission.